Unter allen Antibiotika im humanmedizinischen Bereich werden ungefähr 10 bis 15% im Krankenhaus verabreicht und ungefähr 85 bis 90% im ambulanten Bereich. In beiden Bereichen kann man was tun im Hinblick auf den geringeren Einsatz von Antibiotika. Und in beiden Bereichen ist es wahrscheinlich möglich, ungefähr 30% zu reduzieren. In den Krankenhäusern hat sich da in den letzten Jahren noch nicht so viel getan. Da zeigen unsere Daten, dass eigentlich der Antibiotika-Einsatz noch relativ konstant ist. Im ambulanten Bereich ist aber schon einiges passiert. Die letzten Daten aus dem Zentralinstitut der Krankenkassen sagen, dass wir einen Rückgang haben, der von 2010 bis 2018 ungefähr 20% betrifft. Und das ist schon mal eine ganze Menge. Das heißt also, diese Message, dass man weiser mit Antibiotika umgehen soll, ist inzwischen bei den Ärzten schon angekommen.